Yes, on the left-handed piano, I find it easier to manage the keyboard. Seine Schwester Marilyn, I can play better, even the melody. And I find it easier. Der Sohn des Pianisten. Was auch noch gut ist, ist die the technique is good too. Now I can learn things by heart, practice pieces much faster and more precisely, and I can perform even difficult passages better and more correctly. Schwere Phrasen kann ich besser gestalten. I expected a great deal from the left-handers. Haben Sie schon was gehört von diesem linken Flügel, der erfunden wurde jetzt neulich? Nee, das habe ich noch nicht gehört. Nee, das habe ich nicht. Aber generell von Instrumenten, die für links gemacht werden? Ja, doch, das ist ja verständlich, ja, ja. Generell, was halten Sie von der Idee, Linkshänder eben die Instrumente zu geben, die sie eigentlich brauchen? Ja, warum nicht? So richtig, ist so gut. Warum nicht in der heutigen Zeit? Ist so ganz klar. Früher hatten sie vielleicht ein bisschen geschämt, heute ist das alles sehr verständlich. Früher wurden ja die Kinder, wenn die natürlich den Drang hatten nach Linkshänder, wurden sie dann umerzogen auf Rechtshänder und die kam nie richtig klar. Und heute ist doch, finde ich doch gut. Ja. Kennengelernt haben wir ihn auch bei einem spontanen, zumindest für uns spontanen Visite auf der Frankfurter Musikmesse, wo er doch relativ frustriert wirkte, nachdem er wohl doch eine Odyssee hinter sich hatte, mit verschiedenen Herstellern gesprochen hatte, die dann doch nicht gewillt waren, das wirtschaftliche Risiko einzugehen, Instrumente für Linkshänder zu Bass zu tun. Er ist ein Typ, der begeistern kann, der auch uns begeistert hat für dieses Thema und der weiß offensichtlich wusste, was er wollte. Wir haben also sehr schnell gemerkt, dass es sich hier um niemanden handelt, der hier mal, wie gesagt, mal auf gut bayerisch eine spinnende Idee hatte, sondern dem sehr ernst mit der Thematik war. Und wenn Sie auf jemanden treffen, der die Dinge ernsthaft verfolgt, auch mit einem Enthusiasmus verfolgt und trotz herber Rückschläge bis dahin nicht aufgegeben hat, dann wissen Sie, dass derjenige das ernst meint. Wie ist das? Ist es ein großer Unterschied, einen linkshändigen Lehrer zu haben, erstmal oder später? Ja, also ich denke mal, am Anfang war es ein bisschen verwirrend, weil man dann so mit zusammen gespielt hat und hat dann nebendran so gesehen, dass es auf einmal in die andere Richtung ging. Aber so mittlerweile macht es eigentlich gar keinen Unterschied mehr und es ist eigentlich genau das Gleiche. Was haltet ihr denn generell von der Idee, als Linkshänder mit einem Linkshänder zu spielen? Also ich finde die Idee ziemlich gut, weil vor allen Dingen eben für Linkshänder, die können dann eben auch die Melodie mal mit ihrer Hand spielen. Das finde ich eigentlich wirklich deswegen ziemlich gut, die Idee. Spaß am Spielen? Auf jeden Fall. Ja. Doch, mehr als bei den anderen. Ja, die wir vorher hatten, die waren alle so auf klassisch, also auf Klassik so fixiert und dann konnte man gar nichts anderes machen. Ja. Und hier kann man ja seine Wünsche äußern. Denkt ihr denn, dass in Zukunft das Linkshänder Klavier auch populärer wird? Also ich glaube schon, dass das sich schnell verbreitet in den nächsten paar Jahren. Weil zum Beispiel in Amerika, da gibt es viele Linkshänder, die dann auch bestimmt auf das Linkshänder-Klavier umsteigen werden. Und es gibt ja auch jetzt schon viele Instrumente, auch andere. Also es gibt Gitarren für Linkshänder und deswegen denke ich schon, ja, das wird sich bestimmt durchsetzen. Am Anfang braucht man vielleicht ein bisschen Mut, weil sich nicht alle trauen, sowas direkt anzuschaffen, weil es ja auch eine kleine Investition darstellt. Aber ich denke schon, dass sich das etablieren wird in den nächsten Jahren. Aber
nachdem die Entwicklungsarbeit einmal getan ist und auch die Investition da rein getätigt ist, ist man also in der Lage, jetzt Klaviere anzubieten, die quasi über alle Preisklassen, über alle Spektren gehen. Der Einstieg ist in unserer Hörner-Modellreihe, spricht so, dass man hier in einem Preissegment von etwa 5.000 Euro bereits den Einstieg geschafft hat. Dasselbe kann man sich dann auch in unserer zweiten Marke, wo man sich also schon, wo dann edlere Materialien verwendet werden, ja, im Bereich Hessler vorstellen. Hier würde ein solches Klavier 9.500 Euro kosten. Und natürlich gibt es das auch von Blüthner, wie sich das gehört. Und das erste Instrument ist gebaut und hat also einen Verkaufspreis, der mit 18.500 Euro angesetzt ist und damit sich kaum wesentlich von den korrespondierenden Klavieren unterscheidet. Gesalozzo ist der Erfinder des Klaviers für Linkshänder. Ganz neu ist die Thematik nicht. Es gibt für alle Musikinstrumente fast Ausgaben für Linkshänder, also zum Beispiel für Gitarren und so weiter. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Entwicklung eines Klaviers für Linkshänder doch von einer ganz anderen Schwierigkeitsstufe ist. Es ist halt sehr, sehr schwierig, so ein großes Instrument zu bauen, als vielleicht eine Gitarre, ein etwas kleineres Instrument. Ich bin auch Linkshänder, was vielleicht die Sache sicher nicht einfacher macht oder schwerer macht, aber es ist so, wo wir den Auftrag bekommen haben, den Flügel zu bauen, waren uns schon bewusst, wenn wir sagen, was wir da für Arbeiten zu erledigen haben. Sicher das umfangreichste Feld ist immer eine Erstellung von einem neuen Gussmodell für die Gussplatte. Die anderen Teile müssen natürlich auch geändert werden, aber im Prinzip wird es ja dort nur gespiegelt, was natürlich sorgfältige Überlegung bedarf, dass man keinen Teil vergisst, auch in linkshänder Ausführung zu bauen, und man dann hinterher merkt, das fehlt einem noch. Also man braucht auch ein neues Gussmodell, man braucht auch eine extra Mechanik. Bei der Mechanik ist die Sache beim Klavier noch ein bisschen komplizierter, weil da auch diverse Mechanikteile auf Linkshänder gewechselt werden müssen, was man im Flügel ja nicht so hat. Wir bauen erstmal die Dämpfung mit eingelangt, Hammer einlangt, dann die Klaviatur eingebaut, so, was man jetzt ersetzen nennt. Dann wird es reguliert, bestimmt, reguliert, turniert, nochmal bestimmt. Verkehrt. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen, ja. Man muss sich Gewöhnungssache. Ich bin ja Rechtshänder und das macht ja. Ja, also Sie müssen jetzt doch, Sie haben jetzt doch Schwierigkeiten mit dem Umdenken. Ja, ja. Weil ich muss ja, habe erst die Werkzeuge anders angefasst. Ich muss jetzt ein bisschen neu einarbeiten. Klingt das nicht so trocken, ja. Das ist richtig, ja. Ja, das ist das Baby. Wunderbar. Ja, jeder vor, na mein Gott, was ist ein Linkshänder-Klavier? Nichts Besonderes, nachdem es Scheren für Rechts- und Linkshänder gibt, die sich optisch kaum voneinander unterscheiden. Seitdem es auch Geigen für Rechts- und Linkshänder gibt, wo eigentlich nichts anderes gemacht wird, außer dass die Saiten in einer anderen Reihenfolge, nämlich in einer spiegelbildlichen Reihenfolge aufgezogen werden, ist es eigentlich dieselbe Geige. Aber beim Klavier sieht die ganze Sache doch schon wesentlich komplexer aus, weil man nämlich gleichzeitig mit beiden Händen spielen muss. Und damit sich natürlich auch Kritiker fragten, sagt, im Sinne der Bachschen Fugen, sollten doch eigentlich beide Hände gleichermaßen ausgebildet sein, was eine schöne Theorie ist, aber leider der
Anatomie und der Physiologie des menschlichen Gehirns nicht entspricht, weil man Linkshändrigkeit eben nur bis zu einem gewissen Punkt durch intensives Training ausgleichen kann oder eben auch die Rechtshändrigkeit, denn die Frage ist ja zu stellen, was ist denn eigentlich das Richtige? Das Richtige ist einfach, dass es rein statistisch gesehen genauso viele Rechtshänder wie Linkshänder gibt, bloß das halt geprägt durch die historische Entwicklung und durch Nachahmungseffekte wesentlich mehr Rechtshänder als sich als Rechtshänder oder Rechtshänder fühlen. Und eine Linkshändrigkeit eben auch nicht gleichermaßen stark ausgeprägt ist, sondern sich viele Leute, die Linkshänder sind, sagen wir von der Skala von 10 bis 0 gerechnet, vielleicht erst ab 5 oder 6 darin tatsächlich behindert fühlen und die anderen relativ einfach umzulernen sind. Aber was macht man mit dem Rest? Den Frust am Klavier, den wollte keiner. Den wollte insbesondere auch keiner, der Klaviere baut. Weil ein großer Teil an Potenzial verloren geht. Nämlich an Leuten, die Musik spielen möchten, die Klavier spielen möchten und sich gehandicapt fühlen, frustriert das Klavierspielen aufgeben, um sich dann vielleicht der Blockflöte zuzuholen. Dass die Kinder Spaß am Musizieren haben und insbesondere am Klavierspielen haben. Keine Frage. Ja, wenn es linkshändrig ist und in den Bereich der Leute oder Kinder zählt, die durch ihre Linkshändrigkeit beeinträchtigt sind in der Geschicklichkeit ihrer rechten Hand, dann wäre das ein klassischer Indikator, wo ein Mediziner sagen würde, die Indikation ist gestellt, hier muss ein Linkshänderklavier angeschafft werden. Die Bände, die wir herausgeben, die sind sehr, sehr interessant vom Aufbau her und auch natürlich für Linkshänder von einem unschätzbaren Wert, dass sie genau diese ansprechen. Und für die Zukunft erhoffe ich mir natürlich, dass das Ganze noch mehr expandiert, als jetzt schon ohnehin ist. Und wir werden mal schauen. Ich sehe da also ein sehr großes Potenzial in der Zukunft. Gesa Loso vielmehr hat die Gelegenheit geschaffen, dass Kinder sehr einfach und ihrem Naturell und ihrem Talent entsprechend diese Bücher anwenden können und so zu wesentlich besseren Ergebnissen kommen, in der Musik groß zu werden, als es bis jetzt der Fall war. Entscheidend ist natürlich, der Lehrer muss links unterrichten können. Ja, und dazu muss er das gesamte System natürlich verstehen. Von der rechtshändrigen Notenbild in die Transposition, so würde ich es fast nennen, in das Linkshändrige hinein, weiß ich, dass das auch ein gewisser Entwicklungsprozess war, den man erst einmal verstehen muss. Und der muss sich natürlich auch einem Klavierlehrer zunächst erst mal klar darstellen, bevor er hergehen kann und sagen, okay, jetzt unterrichte ich jemanden andersrum, weil natürlich auch das Notenmaterial, selbst wenn es auch nur Hänschen klein ist, am Anfang in der Form zur Verfügung stehen muss, dass die Kinder auch zu Hause damit üben können und auch jemand, der Rechtshänder ist, auf diesem Notenblatt eigentlich jederzeit in der Lage, die Instrumente nun in Serie herzustellen. Und sind auch darauf vorbereitet. Und jetzt muss man sehen, was jetzt passiert, nachdem nun zunächst erstmal jetzt der Markt und alle gehandicapten linkshändrigen Pianisten davon wissen, dass es also jetzt die Lösung ihres Problems auch tatsächlich gibt, sodass man also eingeladen ist, die Instrumente auch tatsächlich auszuprobieren, sich darauf einzulassen. Und dann schauen wir doch mal, wie sich das weiterentwickeln dürfte. Es dürfte auch Linkshänder als Neueinsteiger motivieren, den Schritt ans Klavier zu wagen. Und wir gehen schon davon aus, dass sich dieser Markt natürlich, der ist nicht von heute auf morgen da, aber der wird sich sicherlich schrittweise entwickeln. Und jetzt muss man halt auch von Seiten der Pädagogik den nächsten Schritt gehen,
indem man den ein oder anderen Lehrer eben auch überzeugt, auch einen Unterricht für Linkshänder anzubieten. Das wird sicherlich nicht so einfach sein, das flächendeckend zu tun, aber irgendwo wurde auch der Anfang gemacht für eine Schere für Linkshänder, bis dann Linkshänder weltweit festgestellt haben, dass sie mit der doch wesentlich besser umgehen können, viel geschickter sind, als das mit einer normalen Schere möglich ist.